Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde von Strategic Command World War 2 War in Europe. Ich bin auch jetzt hier gerade schon rein in Ding, habe schon reingeladen und jetzt drücken wir auf Wiederholung letzter Runde anzeigen, wobei ich gerade feststelle, dass der Ton zu fehlen scheint, warum auch immer, egal. Dann gibt es halt heute keinen Ton. So, schauen wir uns an, was passiert ist. Okay. Und jetzt ahnt ihr schon. Ich sehe absolut alles. Ich wusste es schon, jetzt wisst ihr es auch. Babo hat kapituliert in dieser Runde. Und deswegen ist Babo jetzt hier im Voice-Chat und wir reden jetzt darüber, was passiert ist. Warum Babo kapituliert hat. Genau. Hallo Babo. Hallihallo, meine Lieben. Genau. Babo ist hier auf Discord mit zugeschaltet. Ich streame in den Bildschirm, dadurch sieht er jetzt auch alles, was ich sehe. Und yep. Wir sind hier auf unserer tollen Karte. Ich zoome mal raus. Das ist das Schlachtfeld. Genau. Ja, es ist ein ziemlich unspektakuläres Schlachtfeld für die Alliierten, würde ich sagen. Okay, ja. Also, ja. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie wollen wir es machen? Wollen wir chronologisch mal die ganzen Sachen machen, die mich aufgeregt haben oder wo ich mir gedacht habe, ja, scheiße? Oder wie wollen wir es machen? Also ich würde sagen, wir gehen chronologisch den Krieg durch und dabei schildern wir, was unsere Sachen waren. Aber ich denke, im Vorfeld, bevor wir reingehen, würde ich sagen, erläutern wir mal gegenseitig, was war unsere große Strategie, als wir in dieses Let's Play rein sind. Ich fange einfach mal an, meine Zuschauer kennen das schon etwa. Mein großer Plan war zu sagen, ich wusste, okay, der Krieg wird im Osten entschieden. Drüben bei den Sowjets wird der Krieg entschieden. Und deswegen war mein Ziel, die Sowjetunion so lang wie möglich, so klein wie möglich zu halten. Mittlerweile ist die UdSSR auf 20%, aber sie war ziemlich lang auf 6% unten. Das war mein Plan gewesen von vornherein, möglichst alle Entscheidungen in diese Richtung zu treffen. Da hast du mir glücklicherweise geholfen ein bisschen, Babo, weil du auch Entscheidungen in diese Richtung getroffen hast, die Sowjets von den Prozenten unten gehalten haben. Und ich meine, ich war mir sicher, ich krieg Polen, ich krieg Frankreich down und Großbritannien sollte auf der Insel bleiben. Und naja, wenn das so bleibt, wie es ist im Westen, dann sollten die Amerikaner Probleme kriegen mit Landen. Wobei sie also können halt von England aus was machen hier, klassisch Normandie, aber sie haben irgendwie keine Landungsmöglichkeiten hier unten oder so, wenn ich hier unten alles kontrolliere. Das wäre zumindest der Plan gewesen. Oh nein. Das Spiel ist abgestürzt. Ja, mein Plan, das Spiel ist abgestürzt, scheiße. Dann sehen jetzt wahrscheinlich gleich keiner mehr die Karte. Das ist ziemlich kacke. Ich probiere das nochmal, wir starten wieder rein. Ziemlich kacke. Ja, das wäre erstmal meine grobe Strategie zu sagen. Aber in der Zeit, wo du ladest, kann ich ja auch meine Strategie mal ein bisschen erläutern. Also meine Strategie war tatsächlich, dir so möglichst viele Verluste in Polen zu bereiten, wie nur möglich. Frankreich möglicherweise, aufgrund, dass ich wusste, dass du das Spiel halt noch nicht sehr oft gespielt hast und ich schon ein Spiel gegen ein paar Leute hatte, genau das habe ich gemeint, das geht, man kann einfach nicht mehr beitreten, was ich scheiße finde. Das ist ziemlich geil. Und ich ein paar Spiele hatte gegen Leute, die auch das Spiel noch nicht gespielt haben, die in Frankreich auch nicht vorkommen konnten. Fragt mich warum auch immer. Hatte ich meine Hoffnung gesetzt, dass ich dich in Frankreich vielleicht sogar aufhalten könnte. Es war eine sehr geringe Hoffnung und wahrscheinlich auch sehr kindisch, das sehe ich ein. Aber das war so mein Plan, dass ich die Italiener dann auch schnell aus Libyen rausgedrängt bekomme, um vielleicht sogar möglichst schnell eine Landung in Sizilien zu kriegen, um halt eine weitere Front zu öffnen, dass nicht die Sowjets die gesamte Last des Krieges tragen müssen. Das war so ungefähr mein Plan. Okay, hier haben wir einen kurzen Schnitt gehabt, denn ich habe kurz die Aufnahme gestoppt und habe kurz gescreenshot, was wir haben. Jetzt sehen wir zumindest den Kriegsschauplatz beide. Und können jetzt beide darauf eingehen. Dadurch sind jetzt hier auch zwei Mäuse zu sehen. Genau. Also, wir haben beide unsere Strategie gezeigt, okay. Ich habe in Polen, habe ich glaube ich ein bisschen gemerkt, dass du wirklich mir schaden wolltest, wo es geht. Da gab es ein paar Punkte. In Frankreich war ich glaube ich ziemlich drückend überlegen, dass ich aus verschiedenen Gründen, reden wir gleich, dass ich das jetzt nicht so gemerkt habe, dass da die Großverluste, also erstmal mal Angriff, wo ich dachte, okay, macht das vielleicht wenig Sinn, aber okay. So, vielleicht hattest du da gesehen, dass du ein gleiches, also 1:1 oder sowas, oder vielleicht sogar positives Verhältnis hattest, und dann greift man natürlich an.
auch wenn es jetzt vielleicht mit Kriegsentscheiden ist, um hier an der Maschinenlinie 1 anzugreifen. Da wollen wir gleich nochmal bezüglich meinen Voraussagen. Ja, da müssen wir eindeutig drüber reden. Also, holy shit, was du hier geschrieben hast. Ja. Das haben wir natürlich dazu sagen, wir haben uns immer wieder zumindest so halb drüber unterhalten und ausgetauscht, vor allem nachdem einige Dinge passiert sind, wo wir jetzt beide nicht damit gerechnet haben, dass es funktioniert. Hashtag durch die Maschinenlinie. Haben wir schon drüber ausgetauscht, okay, was ging gerade ab? Hashtag was ist hier passiert? Durch die Maschinenlinie. Ja. Genau. Polen. Wir sagen, wir gehen auf die Kriegsschauplätze mal durch, so chronologisch. Also Polen, Frankreich, dann würde ich sagen Atlantik, dann Norwegen, Mittelmeerraum und schlussendlich England. Oder fällt dir noch ein weiterer Kriegsschauplatz ein? Zählt Libyen zum Mittelmeerraum? Ja, würde ich sagen. Oder Afrika, nein. Afrika, Mittelmeer. Okay. Genau, alles was jetzt aus Italien, Mittelmeer und Afrika. Irgendwie sowas. Okay, dann passt das so für mich. Dann würde ich sagen, Polen, das war unser dritter Anlauf dadurch und die ersten beiden Anläufe. Das hat man gemerkt. Ja, die ersten beiden Anläufe habe ich 3 Runden gebraucht. Wobei, ist falsch zu sagen, weil beim zweiten Anlauf ist nach einer Runde abgestürzt. Den mussten wir nicht 3 Runden schaffen. Aber beim ersten habe ich 3 Runden gebraucht. Diesmal habe ich 2 Runden geschafft. Ich wusste natürlich in etwa, worauf ich mich jetzt einstellen muss. Du wusstest in etwa auch, worauf du dich bei mir einstellen musstest. Wobei ich da, glaube ich, nochmal anders vorgegangen bin als in den ersten beiden Partien. Ja, das ist halt dann auch das Problem, wenn man als Zweiter spielt. Der Erste, der hat halt vollkommene Übersicht, dann gegen was er kämpft. Und der Zweite kann halt dann auch in der ersten halben Runde nichts machen, weil halt dann der andere daran ist. Ja, genau. Ja, und dann war es fast wegen glücklich zu sagen, okay, dass ich hier das Ganze in 2 Runden gekriegt habe. Wobei ich glaube, ich großen Profit draus geschlagen habe ich gar nicht. Klar, ich habe meine Einheiten tendenziell eine Runde früher an den Westen gekriegt, aber ich habe da nicht früher in den Westen angegriffen, demnach glaube ich, hätte die eine Runde mehr oder weniger in Polen, glaube ich, wenig ausgemacht. Also, gut, du hast natürlich jetzt die polnischen Ressourcen eine Runde eher gehabt, hatte die UdSSR zwar auch, die von Ostpolen, allerdings nur 6% der Ressourcen. Und das, was mich vor allem getriggert hat, sind halt die ganzen Überraschungsangriffe, die du am Anfang reingekriegt hast, wo du ein bisschen Schaden gekriegt hast, weil du halt einfach nicht wusstest, wo die polnischen Truppen stehen und da blindlings reingerannt bist. Ich glaube nicht, dass es sonderlich viel war. Jetzt sehr positiv, also absolut positiv für mich geschätzt, waren es vielleicht 100 MPP. 50 bis 100 MPP bin ich mir sicher, dass es war. Oder eine Drittelarmee, was natürlich jetzt im Early Game noch gar nichts zu bedeuten hat, aber desto weiter das Game voranschreitet, kann das natürlich schon so ein bisschen was auswirken. Abhängig von deiner Strategie. Ja, das stimmt, okay. Aber, ja, so gesehen, ein paar Ressourcen habe ich mehr gekriegt. Das war ganz nice gewesen, ja, aber. Hat vielleicht ein bisschen was gebracht, aber ich glaube, es könnte sein, dass Kriegsentscheidend war, aber ich glaube es fast nicht, dass es mir in Frankreich dann groß viel gebracht hat. Und dann würde ich sagen, kommt zum zweiten Kriegsschauplatz dann. Ja, was war mein Plan? Mein Plan war zu sagen, okay, ich habe mir die Frontlinie angeschaut und habe währenddessen auch Zeitschriften gelesen über den Zweiten Weltkrieg und habe gesehen, okay, die sind tatsächlich über die Ardennen drüber, was ich ja dann auch gemacht habe. Ich bin auch mit meinen Panzern durch die Ardennen durch, weil ich gesehen habe, da ist gutes Gelände, da komme ich durch, ohne in die Niederlande anzugreifen und dadurch niederländische Truppen am Hals zu haben. Dadurch habe ich die Niederlande ausgelassen, bin über Belgien und Luxemburg einmarschiert, wollte eigentlich da einmal durch und dann ähnlich wie in Dünkirchen die Truppen in Belgien abschneiden. In der Hoffnung, dass da vielleicht nicht nur belgische, sondern vor allem auch die englischen Truppen drin waren, denn das war ein weiterer Plan von mir, in Frankreich zu sagen, hey, ich will alle englischen Truppen dort zerstören, die ich kann, weil die sind dann erstmal nicht mehr da oder kosten Großbritannien Produktionspunkte zum Wiederherstellen. Ich weiß nicht, ob du das in der einen Runde dann gemerkt hattest, als ich glaube ich 2 Einheiten zerstört habe in einer Runde und mich komplett auf die britischen Einheiten fokussiert hatte. Ja, hattest du es gemerkt? Also so ein bisschen habe ich schon gemerkt. Ich habe das auch so als Wiederholung des Schliefenplans angesehen, da du halt eben die Niederlande dann komplett rausgenommen hast.
Hab mir auch so ein bisschen gedacht, dass du halt historisch vorgehen wirst über die Ardennen. Wollte denn auch den historischen Plan der Franzosen tatsächlich eingehen, sich hinter der Maas zu verschanzen. Was für mich denn allerdings kacke war, war dein Durchbruch bei der Maschinolinie. Ja, und da lag es tatsächlich blöderweise einfach daran, dass ich zufällig drüber gehüpft bin und gesehen habe, ich habe positive Verhältnisse. Also ich meine, ich habe da auch ein paar Armeen stehen gehabt und du hattest Chorstar gehabt. Und ich hatte positive Würfel ergeben. Also egal, was war das, 3-1 oder sowas. Also, ich weiß nicht mehr genau, was das waren. Aber es war 4-0 sogar geschrieben. 4-0, okay. Also da muss irgendwas, das heißt, du rotiert hattest Einheiten raus und sowas. Und ich habe Truppen mit über 100% Moral drin gehabt. Und dann lief das wohl sehr, sehr gut. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin da durchgestoßen. Dann setze ich da jetzt auch einfach nach. Weil einmal reingesetzt, dann, okay, dann kann ich doch durchstoßen. Probier das einfach aus, weil ich habe noch Truppen übrig gehabt, ja. Dadurch, dass ich die Niederlande nicht gebraucht habe, da keine Truppen stationiert hatte an der Niederlande, weil ich die nicht erobern wollte, hatte ich Truppen frei gehabt, die an der Maschinolinie standen und die da reinrutschen konnten und da durchbrechen konnten. Und dann war das eher glücklicher Zufall, dass ich da gesehen habe, dass das gute Löwenflaggebnisse gibt und das einfach ausprobiert habe. Sagen, hey, da kann ich ihm Schaden zufügen. Weil jeden Schaden, den ich ihm auf einer Maschinolinie zufüge, auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, dass ich da durchbreche, sind Schaden, die er entweder reparieren muss, damit ich nicht durchbreche, oder Sachen, die ihm dann trotzdem fehlen bei den Ardennen oben und die ich dadurch habe. Ja. Genau. Also das war so ein fast glücklicher Zufall, dass ich da ganz gut durchgekommen bin. Ja. Da weiß ich auch gar nicht, bin ich mir unsicher, ob du in deinem Let's Play, das habe ich bisher ja noch nicht angeschaut, schon gesagt hast, dass wir so ähnlich spielen wollen wie Steinwall und Hobby-General. Also ich habe mich bei meiner Strategie halt dort hauptsächlich aufs Historische fokussiert, was der historische Plan gewesen wäre von den Franzosen, aber auch so ein bisschen, was ich bei Steinwall gesehen hatte, weil bei Steinwall war es ja so, der hatte auch in seiner Runde gegen den Hobby-General erstmal die Armeen gegen Kors getauscht, dann konnte der Hobby-General ja bei Straßburg durchbrechen. Deshalb habe ich dort ja auch sogar eine Armee stehen gelassen und konnte es dann absolut auch nicht verstehen, wie du da denn komplett durchbrechen konntest. Du bist ja nicht nur an einer Stelle durchgekommen, du bist ja, glaube ich, an zwei durchgekommen und dann hat es halt angefangen, Dominosteine zu fallen, wo ich dann auch nicht mehr wirklich reagieren konnte, weil die Franzosen dafür dann halt auch einfach zu wenig Truppen haben. Ja, genau. Also ich glaube, nachdem ich einmal durchgestoßen habe, war zum Beispiel die Effizienz der Michelonie bereits gebrochen. Und dann war es, wahrscheinlich waren dann auch irgendwelche Moraldinger, die schon dadurch dann reingekickt haben bei den Truppen an der Front noch. Dadurch, dass ich im Hinterland stand. Da gibt es ja irgendwelche Events mit Deutschland durch die Maschinolinie durchgebrochen. Das gibt wahrscheinlich Moralabzug und so. Und dann war es einfach, noch einen zweiten Durchbruch zu schaffen. Genau. Und dann war die Maschinolinie basically aufgelöst. Und dann hatte ich in einer Runde die beiden Befehlshaber rausgenommen, nachdem ich die ein bisschen gejagt hatte. Und bei den Flugzeugen habe ich es, glaube ich, nicht ganz geschafft. Die sind mir ein bisschen mehr entkommen. Ja, die konnte ich alle vier zurückziehen, das stimmt. Ja, das war ein bisschen bitter. Da habe ich auch ein bisschen gejagt, ja. Und deine Pioniere, die waren auch ein bisschen nervig. Die habe ich auch mehrfach, die ist mehrfach wieder repariert und ich habe sie mehrfach wieder runtergewirtschaftet. Ja. Also das fand ich auch krass, als ich es in meiner... Also ich kann ja auch dazu sagen, ich habe gleichzeitig dazu eine Singleplayer-Kampagne gespielt, weshalb ich da auch noch so ein bisschen Einsicht von der anderen Seite habe. Es hat mich enorm erstaunt, wie stark tatsächlich Pioniere im Kampf sind. Ich konnte die Pioniere denn sogar bis nach Tunesien zurückziehen und habe angefangen, dort Verteidigungsanlagen zu bauen. Aber ja, hat dann halt nachher nichts gebracht, weil ich jetzt, bevor es noch zu irgendwelchen Schlachten gekommen bin, kapituliert habe. Ja. Genau. Dann habe ich mich spontan dazu entschieden, hey, ich habe gerade seinen Widerstand gebrochen. Ich war zwar im historischen Zeitpunkt einen Monat später dran, dass ich Paris erobert habe. Deutschland ist im Juli einmarschiert, ich bin im August, glaube ich, einmarschiert. Aber ich habe mich trotzdem dazu entschieden. Ich dachte, ich habe ziemlich viel zerstört. Und ich bin mit Italienern Richtung Marseille vorgerückt. Ich kann dir die Häfen abschneiden und kann die Franzosen in Frankreich behalten. War der Gedanke, die Hoffnung. Und deswegen verzichte ich auf Vichy und erobere den ganzen Kram. Auch Tunesien, weil ich dachte mir, ja, das kann ich hinkriegen, denke ich. Ich habe ja die geballte Kraft der Italiener. Ja, auf den Gedanken zu kommen, meine italienische Flotte dann
auch vor die Häfen zu stellen. Auf den Gedanken bin ich halt dann auch erst gar nicht gekommen. Erst ganz in der allerletzten Runde, deswegen steht da das Schiff jetzt. Da habe ich mich so drüber geärgert, als ich den Schiff hingestellt habe. Warum habe ich das nicht 10 Runden früher gemacht, als diese ganze Masse an französischen Einheiten, die mir und mir sieht, dass die nicht. Die hätte eigentlich in Frankreich auch sterben sollen. Ich meine, die Flugzeuge kannst du retten und so, die kriegst du hier über Korsika rüber. Aber. Mhm. Der Rest hätte sterben sollen eigentlich. Das war der Plan. Ist ein Befehlshaber noch über drüben? Nee, oder? Also. Einer wird in Algerien gespawnt, aber ich glaube, ich habe keinen weiteren rüberbekommen. Nee, ja. Den hast du alle vernichtet. Genau. Das war so das einzige Positive. Aber ich weiß auch nicht, ob das deine Strategie mit den Schiffen funktioniert hat, weil ich halt jede Runde mit Zerstörern und dem einen britischen U-Boot dort gescoutet habe. Ja. Weiß ich nicht, ob das was gebracht hätte, aber vielleicht hätte es ja ein, zwei Einheiten noch vernichtet. Ja, also ich meine, du musst natürlich scouten, ist klar. Aber vor allem, nachdem ich gemerkt habe, dass meine italienische Flotte, die auch übrigens einen Flugzeugträger im Bau hatte, ich habe mich dazu entschieden, den Flugzeugträger zu bauen, der wäre bald fertig geworden. Der kommt aber echt schwierig, der kommt echt spät, das kann ich dir jetzt schon sagen, der kommt fucking spät. Der käme 41, 41 käme der. Aber ich habe mir dazu entschieden, okay, ich kann die italienische Flotte nutzen, die müsste eigentlich, wenn ich ein paar gute Schlachten gewinne, und ich denke, ich habe die eine Schlacht hier, habe ich vor Tunis, die hatte ich, glaube ich, gewollt, würde ich sagen, gewonnen. Vor zwei oder drei Runden. Ja. Und da habe ich gedacht, okay, die italienische Armee kann auch was. Flotte kann auch was. Wo sie war zumindest einigermaßen aufgerüstet, aber nicht, auch nicht ganz. Und. Ja, jetzt müssen wir so weit bei Italien, ich würde sagen, dann ziehen wir den Mittelmeerraum, den Atlantik kurz vor und reden hierüber. Ja, was ganz witzig ist, bei der italienischen Einheit, die hier am Stiefel sitzen, da ist ein amphibischer Ladungstransporter mit drin, der da steht. Im Hafen und seit einigen Runden bereits. Der steht schon drin, bevor ich die Landung nach England gemacht habe, weil der war davor schon da. Weil ich dachte, ich will dort landen in Tunis mit dem und danach mit Rest der italienischen Einheiten, die in Norditalien stehen, rüberkommen und dann aufräumen. Das habe ich dann mich in der letzten Runde dagegen entschieden und habe Truppen hier runter bewegt und um dann über den Landweg anzugreifen, also habe sie nach Libyen geschickt. Da stehen jetzt diese vier auf einem Fleck auf der linken Seite. Ich sehe jetzt auch erst, wie viel du da hinschicken konntest. Ja. Also normalerweise haben die Italiener da ja eine Einheit am Anfang, jetzt hast du noch drei weitere dahin geschickt und eine weitere auf dem Weg. Ja, nee, das sind, vieles davon dürften Schiffe sein. Die meisten Schiffe, die du um Italien siehst, sind alles Schiffe. Also, Nee, ich meine jetzt in Libyen. Ja, in Libyen, das ist fast alles, an was ich an italienische Truppen habe. Also an schlagkräftigen italienischen Truppen ist das basically alles. Du hast die drei Armeen und ja, den Befehlshaber rechts. Die Italiener haben nicht wirklich viel. Du hast drei Armeen und Befehlshaber stehen auf der rechten Seite Richtung Ägypten. Und auf der linken Seite müssten Befehlshaber, eine Armee und der Panzer sein. Und das andere sind noch zwei Garnisonen. Dann ist ein Korps in Albanien, ein Korps in Rom. Ich glaube, ein Korps auf dem Stiefel noch. Und der Rest sind Garnisonen und Schiffe. Okay. Also so viel ist es gar nicht mehr, das meiste steht in Libyen bereits, weil ich da natürlich mein nächster Kriegsschauplatz ist. Da habe ich dann letztlich auf Rommel gewartet, um zu sagen, ich will einen großen Durchbruch schaffen. Weiß ich nicht, ich sehe ziemlich viele französische Einheiten in Algerien. Ich weiß nicht, sind das alles Korps noch, oder? Das sind zum Teil Korps, aber auch zum Teil Armeen. Ich hatte da tatsächlich geplant, dich dort auch denn aus... jetzt weiß ich gerade nicht die Hauptstadt von Libyen, da halt einfach rauszudrängen, bevor du da große Truppen hast, bevor Rommel spawnt. Hätte ich aber noch ein, zwei Runden gebraucht, um da überhaupt vorzumarschieren, also... Hm. Und ich habe gleichzeitig, wollte ich in die andere Richtung, das wäre ganz witzig gewesen, weil wir wären, glaube ich, beide ziemlich gleichzeitig in den Angriff gegangen. Und du eigentlich deutlich mehr Einheiten, ich hätte, glaube ich, ziemlich schnell auf die Schnauze gekriegt. Ah, da wär ich mal nicht so voreilig. Wenn ich das sehe, was an der Ägyptenfront passiert ist, wäre ich mal nicht so fucking voreilig. Ja, das war also, auch dort. Da kommen wir gleich noch zu. Ja, aber heilige Scheiße. Ja, das hat mich auch überrascht, weil ich auch die Italiener aus dem Steinbein und Hobby-General Let's Play als die Schwächeren eine Erinnerung hatte. Ich habe anfangs nur Steinbein geschaut und dann erst nachher ein Hobby-General nachgeguckt. Und ich kann mich erinnern, dass hier die Briten deutlich stärker waren und dann hat es mich auch sehr gewundert, dass meine italienischen Armeen
ohne Infanteriewaffen gegen deine Korps mit Infanteriewaffen Schaden machen, und zwar substanziellen Schaden. Und nicht nur Korps, da waren auch Armeen. Da waren aber die Armeen habe ich nicht angegriffen, glaube ich. Die habe ich mir nur auf das Korps gegangen. Mit denen habe aber ich angegriffen. Ja. Das ist ja das Krasse, ich habe mit denen angegriffen. Das Beste, was ich gekriegt habe, war tatsächlich ein Unentschieden. Aber die waren auch gut verschanzt, also während deine Armeen sehr schlecht verschanzt waren dort von vornherein. Aber bei dem Verschanzen muss ich auch noch sagen, ich habe mit dem Flugzeugträger jede Runde deine Verschanzung erst weggemacht. Wo ich auch jede Runde auf die Flugzeuge von dem Flugzeugträger 0-1 gekriegt habe. Schönen Dank, Spiel. Also, und da kommen wir nochmal dazu. Da können wir auch nochmal kurz dazu. Wie bitte? Ist die Verschanzung wirklich runter von den Einheiten durch den Flugzeugträger? Weil ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass meine Verschanzung runter ist durch deine Schiffsangriffe. Die Schiffsangriffe, da hast du recht, die machen nämlich absolut nichts. Ja. Die machen absolut nichts. Die Großkampfschiffe, ich habe ja jede Runde habe ich dich angegriffen, die machen Schaden auf die Stadt. Auf mehr machen die nicht. Ich habe das nämlich erst gegen Ende der letzten Runden in Norwegen gemerkt, als ich da dein Korps, was schon an hier Versorgungsmangel gelitten hat, angegriffen habe. Null Moralschaden, null Bereitschaftsschaden, null Verschanzungsschaden und auch null Stärkeschaden. Das machen Großkampfschiffe. Die einzigen, die eine Chance haben, Schaden zu machen, ist Flugzeugträger. Wo ich mich auch frage, was zum Teufel? Ich schieße da mit 120 mm auf dich und da macht sich nicht mal jemand die Hose nass. Wobei in Norwegen, so umgangssprachlich zu sagen. Aber in Norwegen hatte mein Chor einfach nur noch ein Moral und drei Bereitschaft oder sowas. Da konnte es auch gar nichts mehr runterschießen. Also das Ding war tot. Aber das war ja nicht nur in Norwegen, das war ja auch in Libyen. Denn. Da habe ich nur Schaden denn halt an der einen Stadt gemacht. Das ist mir zu spät aufgefallen. Sonst hätte ich halt Tripolis noch angeschossen, um dir dort die Versorgung zu nehmen. Aber dass trotzdem nichts anderes Schaden kriegt, hallo? Was zum Teufel? Ja, es ist... Entweder war die Runde absolut verbuggt oder das Spiel ist absolut dumm. Ja, ich glaube, es kamen wohl einige blöde Zusammenhänge zusammen, die blöde Würfelergebnisse, die mit Maschinenlinie und auch hier unten, wo wir beide überfragt waren, was ist da passiert im Spiel, aber irgendwas wird getriggert haben oder was auch immer, irgendwelche glücklichen Zufälle, die hier mir gute Sachen ermöglicht haben. Dann war bei mir der Gedanke zu sagen, hey, ich warte auf Rommel und dann stoße ich durch, will Ägypten und Syrien rausnehmen und gleichzeitig aber auch das hier erobern. Ich habe eine kompetente Italiener eigentlich und mit Rommel habe ich mir gehofft, dass es eigentlich klappt. Kompetente Italiener. Also in dem Fall waren die Italiener kompetent. Ich muss gerade an die Gedanken der italienischen Armee in der Geschichte kurz schmunzeln ein bisschen. Ist es richtig. Eigentlich sind die Italiener nicht so geil gewesen, aber in dem Fall haben sie echt überzeugt, womit ich halt auch nicht gerechnet hatte. Ja. Dass die Italiener nicht so überzeugen hier. Sowohl die Marine nicht. Als auch die Infanterie. Obwohl, in Norditalien fand ich die italienische Armee richtig kacke. Da hat es einfach gar nichts geschissen gekriegt. Ja, da war sie auch noch kacke. Da hat sie nichts hingekriegt. Ja. Aber dass sie ihre Stellung in Libyen halten kann, gegen die Briten und dann auch der Push mit der Marine. Ich habe mich danach dann ja zurückgezogen, weil ich tatsächlich ein bisschen Respekt vor der italienischen Marine gekriegt habe. Das kann man auch sehen. Ich habe jetzt wieder zwei Schiffe in Gibraltar. Die waren davor, waren die tatsächlich zwischen Frankreich und Algerien, um dort halt dann gegen die Italiener mitzupushen. Aber nach der einen Runde habe ich Respekt bekommen. Hab mich auch sehr überrascht. Also ich glaube so vorgegangen, wie man im Schiffskampf vorgehen muss. Ich habe gescoutet mit U-Boot und Zerstörern und bin dann mit meinen Schlachtschiffen und Kreuzern drauf und habe Tare gemacht. Und Schlachtschiffe machen halt auch, italienische Schlachtschiffe machen gegen deine Zerstörer halt auch substanziellen Schaden. Und auch gegen deine Kreuzer. Gegen die Zerstörer verstehe ich das auch. Auch gegen die leichten Kreuzer verstehe ich, dass der Schlachtschiff einen Schaden macht. Kreuzer sogar weggemacht. Ich habe ja einen Schlachtschiffen-Kreuzer oder sowas. Zerstörer und leichte Kreuzer, das ist vollkommen klar. Das ist ja auch in anderen Spielen so. Aber Schlachtschiffe und schwere Kreuzer, das ist dann wieder eine andere Gewichtsklasse auch.
ich glaube, eins von den beiden hast du mir auch weggemacht, wo ich mir dann gedacht habe, holy shit, was zum Teufel ist da jetzt gerade passiert? Ja, wobei natürlich ein Schlachtschiff gegen drei Schlachtschiffe und zwei Kreuzer oder sowas, da muss auch das Schlachtschiff, glaube ich, einstecken. Und ich habe dann Würfel ergeben, ja, mit 2-5 und dachte mir, naja, scheiß auf die 2 Punkte, ich mach dir dein halbes Schiff kaputt. Und dann habe ich halt angegriffen. Obwohl ich wusste, dass ich mein Schiff selber nicht reparieren können werde, weil Italiener keine Punkte dafür haben. Aber ich mache dir so fetten Schaden. Da war mein Ziel so, okay, ich muss dir nur mehr Schaden machen, als ich bekomme. Und dadurch den Mittelmeerraum gewinnen. Das war so der Gedanke. Das verstehe ich auch absolut. Was ich halt nicht verstehen kann, wie ist es zu den 2-5 gekommen? Also Großbritannien für mehrere Jahrhunderte vielleicht, ja, sagen wir mal 1-2 Jahrhunderte, die dominante Marinemacht auf der Welt, und Italien, was sich vor 150 Jahren, glaube ich, zur Zeit dieses Spiels gegründet hat, das macht den Briten, die sich mit solchen Doktrinen, mit so einem Scheiß auskennen, so unglaublich viel Schaden. Ist ein bisschen fragwürdig, aber okay, das gehen wir mal von ab. Ich glaube, es ist generell im Spiel so, dass Schiffsschaden sehr, sehr hoch ist untereinander. Also ich glaube, die Schiffe machen generell sehr viel Schaden untereinander. Und dann gab es vielleicht auch noch zufällig Flugzeuge. Und da werden wir wahrscheinlich auch noch wenn wir zu dem Seelöwe Kriegsschauplatz kommen, auch nochmal zukommen. Ja, genau. Ich würde sagen, hüpfen wir eins weiter. Ich würde sagen, wir hüpfen mal kurz in den Atlantik rein. Ich habe Vigo bekommen, das war ein Plan. Ich habe den Hafen Saint-Nazaire ausgebaut. Aber leider kamen die beiden Dinger zu spät. Ich musste alle meine Schiffe abziehen und habe sie bis nach Norwegen gebracht, um sie dort wieder aufzufüllen, zu versorgen. Das einzige Schiff, was nicht nach Norwegen ist, ist das, was kurz vor Vigo steht, ist die Deutschland, die mir drüben in Kanada Schaden gemacht hat. Die ist mit für sich 10 Punkten an Reichweite Stück für Stück über den kompletten Atlantik rüber gepuckert für 6-7 Runden, immer wieder auf den Routen stehen geblieben, um nochmal Schaden zu machen, mit null Versorgung, aber das Schiff hat ewig gebraucht. Es hätte jetzt noch eine Runde, vielleicht knapp vor dem Hafen. Nächste Runde wäre es im Hafen gewesen. War krank. Ja, also deiner Flotte habe ich tatsächlich da habe ich den der Deutschen auch sehr gut Schaden machen können und die auch zum Teil echt dezimieren können. Weshalb mich das mit der italienischen dann halt später noch mehr irritiert hat. Diese einzelnen Schiffe, die du jetzt wahrscheinlich zwischen Kanada und Großbritannien sehen wirst, das sind alles nur Zerstörer, die da standen, um dich vielleicht mal zu finden, damit ich dich dort noch angreifen kann. Aber auch da kann ich jetzt von meiner Singleplayer-Runde erzählen. Ich habe mit dem Deutschen echt gute U-Boot-Abwehrwaffen. Aber was zum Teufel, ich meine U-Boot-Waffen, nicht U-Boot-Abwehr. Aber warum zum Teufel darf ich 2-8 gegen einen Zerstörer? Ein Zerstörer, egal in welcher Zeitepoche, es ist ein Anti-U-Boot-Schiff. Ja, das ist warum krank. Warum kriege ich selber nur 2 Schaden und mache dem Zerstörer 8 und versenke den Zerstörer? Absolut kein Verständnis dafür. Nee, das geht gar nicht. Stimmt. Mein Plan war zu sagen, okay, Großbritannien ruhig zu stellen, damit ich eben dann in der Sowjetunion gewinnen kann, nachdem ich sie möglichst lange ruhig gestellt hat, wie es will, weil trotzdem wird sie irgendwann kommen. Das wusste ich ja. Muss ich deine Versorgungswege kappen. Das ist mir, glaube ich, in den ersten Runden sehr gut gelungen, bis meine Schiffe dann zum einen Schaden gekriegt und zum anderen keine Versorgung mehr hatten und zurück mussten. Und zum Zeitpunkt hatte ich Frankreich noch nicht. Und demnach habe ich die für den Weg nach Norden geschickt, da ich selbst dann Frankreich erobert. Und dann haben die ihren langen Weg über Großbritannien, zwischen Island und Großbritannien hindurch, Richtung Norwegen angetreten, weil Norwegen habe ich zu dem Zeitpunkt schon besetzt. Die helfen an der Westküste dort. Ja. Und deswegen sind 2 Stück und die habe ich da dann Stück für Stück angedockt. Und in den nächsten 1-2 Runden wäre die Aktivität nochmal spürbar gestiegen, weil im Ärmelkanal liegen gerade ganz viele U-Boote, die jetzt alle wieder rausgefahren werden. Ich habe 2 neue U-Boote gekriegt gehabt. Die haben das, was zerstört gegangen ist, wieder aufgefüllt. Und demnach wäre ich mit 5-6 U-Booten vielleicht in einem oder anderen Überwasserschiff wieder im Atlantik gewesen, hätte, glaube ich, wieder substanziellen Schaden gemacht. Ich glaube, der war ganz ordentlich. Ich weiß nicht, wie hast du es eingeschätzt, dass ich. Ich glaube, ich habe zum Teil in einer oder zwei Runden, glaube ich, hätte ich dir mehr Schaden machen können, als überhaupt die Routen drauf hatten. Ja.
Hast du also, das gemerkt? Ich hatte tatsächlich bei den Routen von Kanada und USA. Man möchte jetzt meinen, dass sie viel bringen, aber die wichtigste Route ist tatsächlich die vom Irak. Die gibt 70 MPP, während alle anderen Routen zusammen vielleicht 100 bringen. Deshalb fand ich es am Anfang auch gar nicht so schlecht, dass du die von Kanada und USA angegriffen hast. Hab das eher so wie, ja okay, ist halt ein kleiner Mückenstich abgetan. Geschaut, dass ich dir da auch Schaden gemacht krieg und dann halt mir gedacht, okay, er kriegt jetzt einmal aufs Maul, danach macht er vielleicht auch nichts mehr. Vielleicht zerstöre ich ihm ja auch die ganze Flotte. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das richtig eingeschätzt habe, in dem Moment, wo ich dir denn dieses eine Schlachtschiff oder mehrere Schiffe da dann vor der Bucht von Biscaya weggemacht habe oder vor der Bretagne. Weiß ich nicht mehr, wie ich das genau eingeschätzt habe, aber ich habe mir gedacht, okay, er kennt sich nicht so gut aus. Das sind eher Mückenstiche statt irgendwas wirklich Wertvolles. Okay. Aber hast du es gemerkt in den wenigen MPPs zwischendrin, dass es gemerkt ist, aber dir 100 MPP oder so fehlen? Oder hast du es gar nicht so groß gemerkt auch? Tatsächlich hast du echt nicht so viel Schaden an MPP gemacht. Okay. Also, das war minimal, weshalb ich halt, wie gesagt, diese Mückenstich-Analogie gemacht habe. Das habe ich nämlich ganz anders eingeschätzt, so, dass ich statt zwischendurch, glaube ich, mit zwei U-Booten auf jeder von den Linien mal ein, zwei Runden lang und dann sehe ich da, okay, ich habe dir gerade 80 MPP abgezogen, sehe ich deine Zusammenfassung, okay, jo, das ist echt voll viel, ich hoffe, du kriegst jetzt Probleme. Krass, dass du es da nicht so einschätzt. Ja. Also ich habe nicht wirklich investiert. Kann natürlich auch sein, dass ich mich da total verschätzt habe, okay. Aber ich jetzt in diesem Moment habe ich es nicht so eingesehen. Okay, spannend. Ja. Also ich habe meinen Plan war zu sagen, okay, ich will dich stören mit dem, was ich habe und dem, was ich bekomme. Ich habe gesehen, ich kriege in meiner Produktion von Haus aus bereits 5 oder 6 U-Boote im Laufe der nächsten Jahre. Und mit denen, plus die ich schon habe, störe ich einfach im Atlantik so viel ich kann. Aber ich investiere nicht Kraft. Ich glaube, es gibt ein U-Boot-Waffen-Upgrade, einmal für die Deutschen, das bereits angestattet wurde zu Spielbeginn. Mhm. Das habe ich auch weiter durchlaufen lassen. Es ist jetzt auch fertig geworden, glaube ich, vor ein oder zwei Runden. Und ja. Das. Aber sonst wollte ich da nicht groß investieren. Ich kann auch gleich nochmal über Upgrades reden, wenn ich schon dabei bin. Mein Ziel war zu sagen, zum einen ganz schnell Infanteriewaffen, also Italiener haben Infanteriewaffen 1 gekriegt vor ein, zwei Runden und die Deutschen haben Infanteriewaffen 2 gekriegt bereits und ich bin mit Industrietech, war Prior Nummer 1, immer wenn Industrietech frei war, bin ich mit Industrietech rein und habe das auf 2 Pferd durchgehabt, glaube ich, und bin in Stufe 3 drin gewesen bei den Deutschen, weil das war der Plan zu sagen, ich krieg meine MPP durch Industrietech, also werfe ich da alles ein, was ich habe. Gleichzeitig auch Produktionstech natürlich bei den Deutschen, auch bei Italienern Industrietech vor allem, weil die sowieso eher sehr wenig kriegen. Und dann dafür manche Dinge rausgeworfen. Zum Beispiel, ich habe Panzerabwehrwaffen bei den Deutschen rausgeworfen. Ich habe auch amphibische Landungen bei den Deutschen rausgeworfen am Anfang, weil ich sagte, ich mache keinen Seelöwen. Darüber reden wir gleich nochmal. Und ich glaube, so zwei, drei Sachen. Genau. Ansonsten natürlich in Flugzeuge investiert. Also meine Strategie war tatsächlich auch so eher eine Late-Game-Strategie. Ich bin auch relativ früh in Luftforschung und Panzerforschung mit dem UK gegangen, weil halt eben ich auch wusste, dass der Kampf um Großbritannien eventuell größtenteils, also ich dachte wirklich nicht, dass du es schaffst, solche Fortschritte in Großbritannien zu machen, die mich dann ja auch nachher zur Kapitulation gezwungen haben. Ich dachte aber, um überhaupt erst zu verhindern, dass du sowas machst, brauche ich Luftkrieg. Im Allgemeinen, im Zweiten Weltkrieg war die Luft, war der Krieg über der Luft entscheidender wie der Krieg am Boden. Das kann man einfach so sagen. Weil das sieht man auch heutzutage in der Ukraine. Zum Teil gibt es Frontlinien, wo halt einfach Soldaten von Drohnen weggeballert werden, ohne dass sie einen anderen zu Gesicht bekommen. Und so war es halt auch im Zweiten Weltkrieg in gewisser Maßen. Und deshalb wollte ich da halt auch schnell erstmal Fighterwaffen
also Kampfflugzeugwaffen und dann halt Erdkampfwaffen, um halt deine Truppen so stark wie zu schwächen wie möglich, weil ich wusste, wer die Luftüberlegenheit hat, der hat nachher wahrscheinlich die Kontrolle über das Schlachtfeld. Die Panzerwaffen halt auch, wie gesagt, halt einfach, weil die Panzer somit die stärkste Einheit im ganzen Spiel ist, die entscheidendste Einheit im ganzen Spiel. Was zu der Zeit ja auch stimmt. Und Industrietech, weil ich halt eher dachte, ja okay, das Spiel läuft jetzt einige Jahre. Wer am Ende des Spiels viele Ressourcen hat, der gewinnt. Weil ich das ja auch aus meiner Achsenmächte-Kampagne kenne. Dass der mit den meisten Ressourcen dann halt nachher auch die meisten Truppen auf dem Feld hat. Wir haben fast angefangen über England zu reden. Ich glaube, wir müssen trotzdem kurz über Norwegen reden. Ja. Ja, ich habe mich in Norwegen, also ich meine, ich habe zumindest ein bisschen vermutet, dass du landen wirst. Ich wusste ja aus dem Steinwaden und Hobby-General-Let's-Play, dass du diese zwei Spezialeinheiten hast, die französischen und die britischen, die da oben landen können in Narvik. Und ich wusste, dass meine Garnison das nicht aushalten wird. Und habe dann deswegen das Oslo-Korps nach oben geschickt. Das natürlich alleine ein bisschen auf verlorenem Posten stand, wie ich dann gemerkt habe. Und dann leider abgeschnitten wurde. Da bin ich leider fortgegangen. Ich hätte in der einen Runde, glaube ich, nicht fortgehen dürfen, sondern mich verschanzen müssen in der Stadt. Hätte ich das vielleicht aushalten können. Aber wahrscheinlich hättest du mich trotzdem irgendwas aus der Stadt rausgekriegt. Diese Stadt, wo jetzt deine britische, deine britische Einheit oben steht. Da war es tatsächlich, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt abgeschnitten habe, ja. Da war es die ganze Zeit 0-0. Falls, egal ob du mir das glaubst oder nicht, es war die ganze Zeit 0-0. Ich stand tatsächlich in der Runde, bevor deine Einheit sich aus Narvik zurückgezogen habe, habe ich gesagt, wenn das jetzt nichts wird, dann ziehe ich mich zurück. Dann verlege ich die Spezialeinheiten, weil die das können. Dann packe ich die einfach in den Transporter und dann kommen die zurück nach England für sonst was. Aber, und dann hatte ich halt diesen einen guten Würfelwurf, wahrscheinlich der beste und der einzig gute, den ich in diesem fucking Spiel hatte, wo sich dann deine Einheit gedacht habe, wir ziehen uns zurück und ich nach Narvik einziehen konnte, um Versorgung zu kriegen und um dich von der Versorgung abzuschneiden. Genau. Ja, und dann habe ich das erstmal so hingenommen, habe das Oslo hochgeschickt und das da oben dann übersterben lassen. Ich fand es krass, wie lange es ausgehalten hat. Ist wirklich ja basically fast nur durch die fehlende Versorgung Stück für Stück runtergegangen. Ja, ich konnte keinerlei Schaden an das Oslo machen. Egal, ob mit einem Flugzeugträger, der nur auf Bomber gestellt war, oder ob mit meinen Spezialeinheiten. Gut, die Franzosen verstehe ich, die hatten Infanteriewaffen 0, aber die Briten hatten Infanteriewaffen 1. Trotzdem keinerlei Schaden. Das fand ich klasse. Von Franzosen habe ich keinen Schaden erwartet, tatsächlich. Aber von den Briten habe ich eigentlich erwartet, dass sie mir einen Stärkepunkt bis zur Corona mindestens abziehen. Manchmal ist es passiert, glaube ich, aber... Ja, dann das waren dann einfach nur enorm gute Würfelwürfe. Ja. Und da habe ich mich vor zwei oder drei Runden dazu entschieden. Ich habe dann einen neuen Befehlshaber gekriegt und bin dann zusammen mit der Panzerarmee, mit Fallschirmjägern und einer anderen Armee nach Schleswig-Holstein, übergesetzt nach Oslo und dann in den Norden marschiert. Die drei Einheiten, die du jetzt da oben siehst, sind drei davon. Mhm. Bei der vierten habe ich den dümmsten Fehler der Welt gemacht in Oslo. Ich habe nicht auf Verlegen, sondern auf Transporter geklickt. Und dann wird Scheiße. Und dann habe ich ihn halt nach Trondheim hochgefahren, in der Hoffnung, dass du kein Schiff da hattest. Das war zum Glück so. Und dann steht die eine Einheit jetzt in Trondheim. Ich glaube, das war die Armee vielleicht. Du warst der Fallschirmjäger, der in Trondheim steht. Während die anderen drei Sachen oben sind. Und mit denen hätte ich, glaube ich, dann Narvik erobern können. Das wäre jetzt in zwei, drei Runden passiert, dass ich da hochmarschiert wäre. Auch natürlich, dass ich dich rauskriege, bevor du abhauen kannst. Wahrscheinlich wärst du wahrscheinlich trotzdem abgehauen. Aber dann wäre trotzdem wieder Narvik meins gewesen. Und die Gefahr beseitigt. Deshalb konnte ich mir dann erlauben, dachte ich mir, nachdem ich in Großbritannien gelandet bin. Und damit kommen wir zum großen Finale dieser Besprechung hier, würde ich sagen. Seelöwe. Ich habe es in meinen Folgen genannt Löwe oder Lamm. Weil ich wusste nicht so, okay, wird es ein Seelöwe? Gelingt mir das Ganze, was ich davor habe? Oder wird es ein Seelamm? Ja, und, ich halte die Schnauze damit Seelöwen. Das Lamm, das kleine putzige Lamm, das gerade versucht, einen Seelöwe zu machen und dabei krachend scheitert. Das Ganze kam sehr spontan, weil ich habe vorhin schon gesagt, ich habe amphibische Transportforschung abgebrochen zu Spielbeginn und habe mich dagegen entschieden, die zu forschen, weil ich keinen Seelöwe machen wollte, weil ich
zum einen durch das Let's Play von Hobbygeneral Stein, weil, also wenn ich mal vor allem von Hobbygeneral extrem viel Schiss hatte vor einem Seelöwen, weil er gemeint hat, das ist richtig schwer und was auch immer. Ich habe nie gesehen, wie ein Seelöwe funktioniert und habe mir deswegen dann auch hatte keine Vorgedanken gehabt, außer das soll wohl sehr schwer sein und sehr schlimm sein. Und dann stand da dieser Blob an Schwarzeinheiten, die da bei Calais stehen, sind alles Flugzeuge. Das sind meine komplette deutsche Luftwaffe, ist das. Das sind 7-8 Flugzeuge oder so. Und dann gab es diese eine Runde, wo ich deine Jäger massiv zerstört. Einen Jäger habe ich vernichtet und den anderen Jäger habe ich auf 1 oder 2 Stärkepunkte runtergewürfelt. Und dann dachten wir spontan so, hey, das ist gerade die Luftschlacht um England und die habe ich gerade offenbar gewonnen. Ich mache jetzt Seelöwen. Das war so eine ganz spontane Reaktion. Und dann habe ich die Vorbereitungen getroffen. Ich habe den zufälligerweise den falschen Jäger da gehabt, der exakt die Reichweite hatte, um nach Dover zu springen. Der stand da bereit, habe den auch bereit gemacht, habe mir Armeen in die Häfen gestellt und Panzer daneben. Ich hatte halt Angst, dass du scoutest und siehst, dass da was ist. Dann dachte ich mir spontan, okay, die erste Armee hier, dann stelle ich diese erste Armee da in den Hafen rein. Drück auf amphibischen Transport. Scheiße, ich kann sie nicht bewegen. Ich stehe jetzt da in der Runde alleine rum. Ich hoffe mal, du scoutest nicht. Stell mir meine U-Boote davor noch, die mit denen ich kurz davor ja im Nordsee ein bisschen für Schaden gesorgt hatte bei dir und meine Norwegen-Route wieder freigekriegt habe. Die mir echt wehgetan, habe ich das Gefühl gehabt. Und zumindest fand ich es nervig, dass sie dazu gestellt waren. Ich konnte anfangs nichts gegen machen, weil ich keine Schiffe da hatte. Die Schiffe waren ja alle im Atlantik draußen. Dann kam ein Stück wieder Schiffe dazu, neu gebaute und die anderen Schiffe kamen zurück. Dadurch hatte ich dann die Möglichkeit dagegen vorzugehen. Und ja, dann bin ich spontan halt gelandet in London, mit Hilfe der Flugzeuge deine Garnison rausgeworfen. Und dann stand ich in London und dachte mir so, okay, jetzt habe ich London erobert mit einer Armee. Stehe ich da mit einer 10 Armee? Was willst du dagegen tun? Ich habe keine Ahnung. Ich wusste, du kriegst Truppen gespawnt. Ich wusste nicht, was du gespawnt kriegst. Ich habe mir so, okay, Panzer wahrscheinlich eher nicht, weil das ist unrealistisch. Soll ich dir kurz sagen, was ich gespawnt bekomme? Ich habe mir so, Panzer nicht, weil das ist unrealistisch, aber Infanterie wahrscheinlich von Korps bis Armee wahrscheinlich 2-3 Einheiten in der Summe. Oder du glaubst, ich habe Korps gekriegt, du bist richtig lustig. Okay. Weil ich dachte, okay, der britische Widerstand, die ziehen jetzt einfach ihre Bevölkerung zusammen und gründen und bauen da einfach Armeen auf und Korps und sowas. Und ich meine, dann kam ja, habe ich auch das eine Korps gesehen und die eine Armee, die ich dann später vernichtet hatte. Und damit, okay, ja gut, mal schauen. Aber die Armee wird ja hoffentlich aushalten und dann kann ich in der nächsten Runde durch den Hafen, was nicht, da nicht gestimmt hat, leider, Truppen nachziehen, hatte dann zumindest meine Armee und meine Fallschirmjäger drüben gehabt. Ja. Dann erzähl mal. Okay. Ganz kurze Kopfhörerwarnung. Es wird jetzt sehr laut. Ich werde übersteuern, weil ich das Mikrofon an meinen Mund nehmen werde. Du hast ja gerade gesagt, dass du nicht wusstest, was das spawnt. Soll ich dir sagen, was da gespawnt ist? Ja, aber bitte nicht schreien. Ich habe keine Ahnung, Kopfhörer. Du dachtest, es kommen... Ich schreie nie. Ich werde einfach nur nah ans Mikrofon gehen. Du dachtest, es kommen Kors. 4 Garnisonen. Wow. Das ist die gesamte Home Guard für Großbritannien. Die Armee, die ich hatte, das war das British Expeditionary Force. Das heißt, für mich, ich habe 4 fucking Garnisonen gekriegt. Das war alles, was ich gekriegt habe, um die Deutschen aus Großbritannien zurückzustoßen. Also, ich sehe es ein. Also, 1940. Für einen kurzen Zeit lang war tatsächlich die Royal Air Force so schwach, dass es den Deutschen hätte gelingen können mit Fallschirmjäger. Nicht mit irgendwelchen Landungseinheiten, weil die Deutschen haben da tatsächlich drauf Die Schiffe, die sie hatten, das waren Binnenschiffe. Das waren die Dinger, die auf dem Rhein fuhren. Die hatten sie, um von Calais, sagen wir einfach mal, bis nach Dover zu ziehen. Also gut, bei Dünkirchen, da sind dann nachher auch die zivilen Fischerboote gekommen, um die Soldaten einzeln zurückzubringen nach Hause. Aber die sind halt auch für die Hochsee ausgerüstet, nicht so wie ein Binnenschiff. Ich arbeite auf einem Binnenschiff, ich weiß, wie die aufgebaut sind. Das war mehr Wunschdenken, dass es einen richtigen Seelöwen hätte passieren können.
Gehen wir wirklich einfach mal davon aus, es wäre den Deutschen gelungen, irgendeinen Hafen oder einen Brückenkopf einzunehmen mit Fallschirmjägern, nur mit Fallschirmjägern. Die Royal Navy, die tatsächlich in Schottland zum großen Teil stand, wie es auch hier hatte, man sieht da einige Schiffe kurz vor England, die wäre dann einfach in den Kanal gegangen und hätte den Deutschen den Arsch unter den Füßen weggeradet. Ist in diesem Spiel aber leider nicht möglich, weil hier Versorgung halt leider anders funktioniert wie in Hearts of Iron 4. Hearts of Iron 4 ist auch eine ultra schlechte Darstellung des Zweiten Weltkrieges, sehe ich ein. Und ich sehe auch ein, dass es irgendwie in einem Spiel möglich gemacht werden muss, dass auch die Verliererseite, die von Anfang an keine Chance hatte, den Krieg zu gewinnen, es sei denn, die Briten hätten tatsächlich nach dem Verlust von Frankreich gesagt, okay, wir haben keine Lust mehr, wir hören hier auf. Dass es da irgendwie möglich gemacht wird, dass die auch gewinnen, das sehe ich vollkommen ein. Da bin ich auch nicht wütend drüber. Ich sehe es auch ein, dass es mit der Royal Air Force ein Fehler von mir war, dass ich die erst hätte hinten in Schottland, wie ich sie jetzt stehen habe, aufstellen sollen. Aber dass du denn so darüber rutscht, das ist dann der Punkt, wo ich denn gesagt habe, ab hier, von hier an akzeptiere ich keinen einzigen meiner Fehler mehr. Weil von dem Moment an, Polen lief scheiße, Frankreich lief scheiße, Libyen lief scheiße und jetzt läuft hier Seelöwen scheiße. Du hast 4 Schaden mit deinen Bombern an einer Armee gemacht. Diese Armee stand unter Jägerabwehr, die hatte Luftabwehrwaffen und du machst trotzdem 4 Schaden an der fucking Armee. Das war die einzige Armee, die ich hatte. Sonst war da noch ein Korps mit dem British Expeditionary Force und dem polnischen Korps, was ich da hatte. Ich hätte da noch 2 weitere Korps haben können. Wenn ich tatsächlich verhindern möchte, dass die Briten, dass die Deutschen Großbritannien einnehmen, dann brauche ich in jedem einzelnen der südlichen Häfen mindestens ein Korps. Und um das hinzukriegen, muss ich mindestens bei der Entscheidung, wo die Neuseeländer und Australier nach, ob diese nach Großbritannien oder nach Ägypten geschickt werden, die unhistorische Antwort geben, dass sie nach Großbritannien geschickt werden sollen. Was halt in Realität hätten die Deutschen es nie geschafft, auch nur England zu erobern. Die haben von Anfang an drauf gegambelt, dass die Briten dann halt sagen, okay, wir haben keine Lust mehr. Oder dass die Briten dann nicht mehr in Frankreich landen können. Aber eine Kapitulation Großbritanniens durch Eroberung zu erzielen, stand außer Frage. Und hättest du jetzt tatsächlich Großbritannien erobert, was du gemacht hättest, weil, wie gesagt, 4 Garnisonen, mit denen ich habe mit einer Armee aufs Maul gekriegt. Was soll ich denn mit den Garnisonen machen? Mit den Garnisonen mache ich denn gar nichts, so rutscht da drüber. Mit denen kann ich vielleicht eine Runde rausholen. Dann hättest du halt die gesamten Ressourcen von Großbritannien gehabt, um sie gegen die UdSSR zu schmeißen. Dann wäre das Spiel war an diesem Punkt vorbei, weil du halt jede Runde eine weitere Einheit hättest hinziehen können. Ja. Von dem her, das ist dann tatsächlich auch der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, das Spiel ist nicht nur verloren, das Spiel ist unnormal inakkurat und unnormal unausgeglichen, weil dann kannst du halt auch einfach nichts gegen den Seelöwen machen, es sei denn, wie ich es gesagt habe, du spielst ahistorisch und schickst die Neuseeländer und Australien nach Großbritannien. Dann gehst du aber, vor allem nachdem ich das gesehen habe, wie du in Libyen gehalten hast, gehst du zwangsläufig das Risiko ein, dass du Ägypten verlierst. Das heißt, eine ahistorische Sache führt dann zur nächsten und zur nächsten und zur nächsten. Das ist dann auch nicht mehr lustig. Also ich hatte dann auch am Ende keinen Spaß einfach mehr an diesem Spiel. Weshalb ich... Soll ich jetzt schon die Herausforderung sagen oder erst danach? Warte. Also, okay. Da hast du mich geredet. Dann werfe ich mal kurz zurück meine Antwort dazu. Also als erstes, ich würde sagen tatsächlich, dass die Deutsch schon auch im historischen Setting die Möglichkeit gehabt hätten, diesen Krieg zu gewinnen von vornherein. Sie hätten sie diese Welle nicht angegriffen, sondern auf den Molotow-Ribbentrop
Pakt bestehen gelassen und hätten da einen Verbündeten im Osten gehabt, dann und dann hätten sie alle Ressourcen, die sie hätten, auf Großbritannien werfen können, ohne zu sagen, wir wollen irgendwann in die Sowjetunion angreifen und ziehen deswegen Truppen in den Osten. Dann wäre, glaube ich, das auch möglich gewesen, Großbritannien zu erobern. Das glaube ich tatsächlich schon. Ich glaube, das ist okay, aber dann sagst du halt, dass die Nazis den Krieg gewonnen hätten, wenn sie keine Nazis gewesen wären. Und nein. In dem Spiel ist es halt auch nicht möglich, dann die Sowjetunion vom Kriegseintritt abzuhalten. Richtig. Genau, weil das Spiel halt doch eine gewisse historischen Kriegsverlauf folgen möchte oder darauf ausgelegt ist, weil sonst ist es viel zu kompliziert, das Ganze zu krass ahistorisch zu machen. Dann gäbe es zu viele Variablen. Da müsste man Hearts of Iron spielen. Habe ich tatsächlich schon. Ich habe eine Runde mit den Briten. Oder? Ja, aber Hearts of Iron ist auch. Na, da sprechen wir nach der Aufnahme drüber. Genau, darum geht es jetzt nicht. Genau. Also, ja, ich glaube, mit den Einheiten, die ich jetzt hier gehabt hätte, hätte ich Großbritannien auf jeden Fall erobern können. Aber ich glaube, es ist sehr viel über Abstand passiert. Ich habe mir sehr viel gedacht, so, okay, entdeckst du das Landungsschiff, breche ich das Ganze ab. Die Tatsache, dass du nur eine Garnison in London stehen gehabt hast und nicht ein Korps oder so, sprich, das Ding hat, ich wusste, deine Garnison hat nicht mehr als 5 oder vielleicht 6 Stärkenpunkte, wenn es eine verstärkte Garnison ist. Das ist maximal. Das Korps hat 10. Ja. Das ist deutlich schwer rauszukriegen, das Korps mit 10. Ich glaube, das war ein Fehler von dir. Du hättest, glaube ich, dadurch, dass du Korps und Armeen in stehen hast, hättest du, glaube ich, eins davon nach London auch ziehen müssen. Dann hätte ich, glaube ich, zumindest nicht nach London einmarschiert. Ich glaube, das hat auch viel ausgemacht. Wenn ich nur in Portsmouth oder so gelandet wäre, wäre es vielleicht noch was anderes gewesen. Dann hättest du halt auch jede Runde eine neue Einheit dort reinschicken können und dann hättest du mich auch mit der Zeit überrannt, weil halt einfach du die ultra überlegene Luftwaffe hast, die halt, wie gesagt, also deine Luftwaffe hat mit jedem Angriff mindestens einen Schaden an meine Armee gemacht, was halt, das sind im Bestfall, du hattest, glaube ich, 3 Bomber, das wären 6 Schaden an der Armee pro Runde gewesen. Eine Armee kostet beim Kauf jetzt, glaube ich, 300, so. Ich glaube, wenn man 6 Schaden wieder aufbaut, sind es, glaube ich, 100. Dann kann ich auch keine, und ich muss ja auch meine Luftwaffe noch verstärken, damit ich verhindern kann, dass du noch mehr Schaden an mir machst. Dann kann ich keine Truppen gegenspammen, während du jede Runde eine weitere Einheit auf die britischen Inseln rüberkriegst. Du hättest mich mit der Zeit einfach überrannt. Das ist dann das so ein bisschen scheiße für die Briten halt einfach. Genau. Ich hatte aber allerdings auch schon die Zweier. Ich hatte beide Mittelflugzeug 2 und Erdkraftwaffen 2. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oder die sind ziemlich sind während der Landung fertig geworden. Ein Teil der Bomber hatten auf jeden Fall schon 2 Upgrades. Ich bin mir nicht ganz sicher, was genau. Aber es gab zum Teil 2 Upgrades schon. Also ich war gut entwickelt mit den Flugzeugen auch. Ich glaube, das hat auch einiges ausgemacht, dass ich dir wahrscheinlich in der Entwicklung einen Punkt voraus war in einigen Dingern. Und ich hatte extrem krasse Jäger gehabt. Also ich hatte Jäger mit 3 Sternepunkten. Ich hatte zwischen einen Elferjäger. Ich glaube, da gab es mal einen Jäger, der hatte war auf 11, habe ich mir das Lead-Upgrade gegönnt. Und der hat, glaube ich, 3 Angriffe von dir ohne einen Stärkeschaden zu verlieren durchgehalten. Und selber irgendwie nochmal Angriff geflogen. Also da extrem krass, was diese extrem erfahrene Flugzeuge gehabt, die halt vor allem die Jäger, die extrem erfahren waren und dadurch halt ultra viel Schaden machen können oder auch aushalten. Und das hat, glaube ich, viel gebracht, dass ich eine extrem erfahrene Luftwaffe gehabt habe. Ja. Genau. Frage, hattest du Montgomery nach Ägypten gebracht? Nö, Montgomery war tatsächlich hast du überhaupt irgendwelche Einheiten? Ach, meinst du jetzt die Event-Einheiten, die man in Ägypten kriegt? Nee, also hast du Einheiten von Großbritannien nach Ägypten gebracht, manuell? Ich habe das eine polnische Korps habe ich nach Ägypten gebracht, das war's. Sonst habe ich mich da komplett aufs Historische verlassen und mich nur historisch verhalten. Was mich jetzt so ein bisschen irritiert hat auch, kann auch sein, dass es erst in den nächsten paar Runden passiert wäre, dass ich das britische Expeditionary Force in Ägypten nicht hatte.
weil was du da sehen kannst in Ägypten, das sind alles nur, das sind zum einen, bei Alexandria ist jetzt der Panzer, den man mit den Ägypten kriegt, mit den Briten kriegt, die Wüstenratten, dann sind da einmal die Australier und die Neuseeländer, das sind jeweils Kors. Eine Armee oder zwei Armeen, mit denen man startet. Ein Befehlshaber und das polnische Korps. Und in Ägypten, in Kairo selber, habe ich halt eine Garnison gebaut, um den italienischen Kriegseintritt ein bisschen zu verzögern, während ich meine Truppen trotzdem nach Libyen bringe. Also ich habe mich da relativ historisch verhalten, außer halt das mit dem polnischen Korps. Aber das polnische Korps hätte mir dann ja in Großbritannien auch nichts gebracht. Dann wärst du halt in irgendeinem anderen Hafen gelandet und dann hätte ich da auch nichts tun können. Und der Angriff auf Landungsschiffe im Hafen, kann ich auch nochmal ganz kurz was dazu sagen. In meiner derzeitigen Runde Singleplayer mit dem Deutschen Reich, ich habe U-Boot-Waffen 5 jetzt. Ich mache, wenn ich Schiffe in einem Hafen angreife, die keine U-Boot-Abwehrwaffen haben, mache ich maximal 2 Schaden. Das heißt, ich hätte deine Landungseinheiten nicht besiegen können. Und manchmal habe ich es auch und diese Wahrscheinlichkeit finde ich viel zu hoch, dass ich Transporter oder Landungseinheiten auf dem Wasser angreife, weil ich habe schon den ersten D-Day abgewehrt. Und der Schaden einfach vermieden wird. Da wird dann aus dem 0-6 wird dann eine 0-0. Also einen Angriff in einem Hafen, selbst auf eine Landungseinheit, ich glaube nicht, dass wenn ich meine ganzen Truppen, meine Schiffe im Kanal gehabt hätten, dass es was gebracht hätte. Vor allem, weil auch Flugzeuge, Bomber enorm viel Schaden gegen Schiffe machen können, was ja auch historisch akkurat ist. Gerade gegen Großkampfschiffe. Aber ich glaube nicht, dass man da gegen jemand, also gegen jemand, der da weiß, was er tut, wenn man nicht ahistorisch spielt und der die Australier und Neuseeländer nach Großbritannien schickt, glaube ich tatsächlich, ich wage es zu bezweifeln, dass ein Seelöwe abwehrbar ist. Und das ist halt der Hauptpunkt, der mich dann aufgeregt hat, weshalb ich dann auch wahrscheinlich eine bisschen zu aggressive Nachrichten an dich geschickt habe, was mir auch ein bisschen leid tut. Alles gut. Ich habe tatsächlich den Seelöwen vor 2 oder 3 Wochen bereits im Hobbygenerals Discord geschildert und auch mein Durchbruch durch Washino und die waren auch sehr überrascht tatsächlich davon. Und ich werde den jetzt dann, nachdem diese Folge draußen ist, schreiben, dass sie sich gerne das Let's Play bitte einmal anschaut, weil sie Zeit haben, und ihre Meinung danach dazu abgeben, nachdem sie dann nicht nur meine Erzählung, sondern auch das tatsächlich Gesehene sich angeschaut haben. Genau, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich glaube, da ist was von Grund auf falsch schief gelaufen. Entweder ist da irgendwas mit den Zahlen verdreht worden, oder es ist einfach zu unausgeglichen. Unhistorisch unausgeglichen. Ich habe tatsächlich nichts gegen ein schweres Spiel. Mir wäre es auch recht, wenn man bis 43, 44 mit den Alliierten in der Defensive ist und da die Deutschen sagen können, wo es lang geht. Aber die dürfen halt nicht so extrem das Spiel bestimmen, wie es halt in dieser Runde passiert ist. Und auch bei meiner Singleplayer-Runde, es ist jetzt 44 und ich habe jetzt frisch stoß jetzt trotzdem im Osten an jeder Front vor und halte Landung um Landung der Alliierten ab. Ich weiß tatsächlich nicht, ob es jetzt an diesen beiden Runden lag, dass da irgendein Zahlendreher drin war bei irgendwas, oder ob es einfach ein bisschen zu sehr auf Seite der Achsenmächte gebalanced ist. Die Partie von Steinmann und Hobbygeneral dagegen zu stellen. Ich glaube, das Spiel ist gebalanced und würde schon sagen, dass das Spiel so funktioniert, wie es funktionieren soll. Es gab ja, vielleicht diese Runde in Polen vielleicht doch entscheidender, als wir dachten, dass sie mir vielleicht doch hier den Vorteil gebracht hat, den ich dafür gesorgt hat, dass das jetzt passiert ist.
Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch einfach sehr viel richtige Entscheidungen gemacht, oder vielleicht ein paar Fehler gemacht. Das weiß ich jetzt nicht. Dabei können sich Experten damit streiten in den Kommentaren. Schreibt gerne in die Kommentare das Ganze. Wenn ihr der Meinung seid, ihr seid Experten für das Spiel. Wir sind es nicht. Ja. Und ja, genau. Okay. Ich muss aber tatsächlich sehr ausführlich sagen, nach dieser Runde habe ich keine Lust mehr auf dieses Spiel. Vor allem, was mich halt irritiert hat, warum ist es okay, Polen für dich historisch geschehen, Frankreich für dich relativ historisch geschehen. Sehen wir mal das von der Maschinenuhr ab, du wärst trotzdem über Belgien relativ einfach drüber gekommen. Ja. Warum konnte ich nichts in Tunesien machen mit den Briten, so wie es historisch geschehen ist? Also, ich möchte ja nichts sagen, aber die erste Schlacht von El Alamein haben die Italiener und Deutschen verloren. Die Australier haben den gesamten Krieg in Tripolis standgehalten. Die Stadt stand seit dem Gegenangriff der Deutschen und Italiener stand die unter Belagerung bis zur zweiten Schlacht von El Alamein, als die Briten dann zurückgekommen sind und Libyen endgültig erobert haben. Und da gab es ja nicht mal eine Frankreich-Front, wie es jetzt in diesem Spiel passiert wäre. Wie sich die ausgewirkt hatte, weiß ich nicht, ist mir unsicher. Aber ich konnte halt nicht mal in Libyen nicht mal ein bisschen pushen, obwohl ich gleichwertige Einheiten hatte wie du und theoretisch die Italiener den Briten hätten unterlegen sein müssen, wenn man sich halt da ein bisschen historisch auskennt. Gut, die italienische Leistung im Krieg war zum Teil für das, was sie hatten, gut. Aber es gab da eine Schlacht in Südfrankreich, da haben 1000 Italiener gegen 40 Franzosen, oder ich weiß nicht, wie viele Italiener gegen 40 Franzosen eine Schlacht verloren. Also, das weiß ich dann zum Teil echt nicht. Wenn du auf die Kriege schaust, würdest du sagen, was war dein größter strategischer Fehler, den du begangen hast? Und warum? Die größte strategische Fehlentscheidung war, sich darauf zu verlassen, dass das Spiel historisch gespielt werden könnte. Ich hätte tatsächlich Australier und Neuseeländer hätte ich nach Großbritannien schicken sollen, die Polen nicht nach Ägypten und die Häfen in Großbritannien besetzen sollen. Dann hätte ich halt einen Seelöwen verhindern können. Die Frage ist dann, hätte ich Ägypten halten können? Das ist die große Frage. Aber dann wär zumindest nicht die Ressourcen von Großbritannien in deine Hand gefallen, was sie jetzt zwangsläufig geworden wären. Und dann hätte ich wenigstens noch ein bisschen eine Chance auf den Kampf gehabt. Das würde ich sagen, ist meine größte strategische Fehlentscheidung. Ich weiß nicht, ob du das in Finnland siehst. Eine sowjetische Truppe in Finnland, bei Han Kun. Ich hatte tatsächlich auch den Plan, sobald du Barbarossa machst und es zum Continuation War kommt, dass ich Finnland einfach super schnell wegrushe. Ich habe da Armeen und Korps extra hingestellt, um Finnland wegzurushen, um diese Front wegzuhaben. Um alles runterzukriegen. Und ich glaube sogar, es hätte geklappt, hätten wir so lange eben gespielt und wäre ich nicht zur Kapitulation gezwungen worden, weil es hat von dem Moment dann halt einfach keinen Sinn mehr. Okay, meiner Meinung nach. Ich glaube, mein größter strategischer Fehler, vor allem jetzt nachdem ich die Karte im Vorfeld hätte ich nicht so betrachtet, aber so war es Fehler, wo ich sage, mein strategischer Fehler war, Vichy abzulehnen. Ich glaube, das hätte mir in Nordamerika jetzt saumäßig Probleme bereitet in der nächsten Runde, bis Rommel da ist. Und selbst dann wäre es schwierig geworden, glaube ich. Nordafrika, nicht Nordamerika. Oh, sorry, ja, Nordafrika natürlich. Aber ich glaube, hätte ich Vichy angenommen, klar, ich hätte die Ressourcen in Südfrankreich nicht gekriegt. Aber ich habe ewig gebraucht, die zu erobern. Die sind erst jetzt in dieser Runde hier. Ja. Sind die fertig erobert oder in der letzten Runde? Und ich habe Algerien nicht. Auch noch ein paar Runden, um sich aufzubauen. Ja. Also. Ja, aber mit meinen italienischen Truppen hätte ich, glaube ich, schwer bis gar nicht gegen die Franzosen. Ich meine, ich hatte Infanteriewaffen nicht.
Aber trotzdem wäre es, glaube ich, sehr schwer geworden für mich, gegen die Franzosen davor zu rücken in Nordafrika. Vor allem ohne Rommel. Und ich müsste Rommel aufteilen für Afrika, für Ägypten und für Algerien. Wobei ich vielleicht, wenn ich über danach denke, dass ich in Tobruk halten kann, hätte ich vielleicht Rommel komplett nach Algerien geworfen, Nordafrika besiegt, oder also halt Algerien besiegt, um letztlich... Aber dann wäre ich auch komplett ausgerastet, wenn du auch dann mit meinem Afrika-Core Tobruk hättest halten können. Dann wäre ich komplett ausgerastet, das sage ich dir. Ja. Und dann, weil es Ziel wäre gewesen, letztlich vor allem diese Westküste, den Amerikanern nicht zugänglich zu machen, Casablanca hier drüben, damit du da hier nicht anlanden kannst, dann hätte ich vielleicht, wenn ich halt halten konnte in Tobruk, hätte ich vielleicht das Abwehrkorps rübergeworfen. Eigentlich war der Plan, finde ich, Ägypten und Syrien zu erobern, um auch Irak letztlich dann zu erobern, um letztlich dir dadurch deine Handelsroute zu klauen. Ich weiß nicht, ob ich Diplomatie auf Irak eingesetzt hatte. Hatte ich? Das musst du tatsächlich gar nicht machen, weil es einen Putsch in Irak geben würde, der sie zu den Achsenmächten überlaufen lässt. Allerdings ist es dann sogar relativ einfach für die Briten, Irak zur Kapitulation zu bringen. Die müssen nicht mal die Hauptstadt erobern. Die müssen einfach nur, wenn sie zwei Einheiten neben der Hauptstadt stehen haben, besteht eine, ich glaube, 25%ige Chance, dass der Irak einfach kapituliert. Ja, genau. Also da hätte ich irgendwie intervenieren müssen, dass sich halt die Briten aus dem Nahen Osten vertreiben müssen. Das läuft über Ägypten. Das war so der Plan. Gut. Ich würde sagen, wir haben viel geredet, wir haben lang geredet. Es hat mir unglaublich viel Freude gemacht, mit dir zu spielen. Mir nicht. Aber nicht, weil ich mit dir gespielt habe, sondern wie das Spiel halt einfach gelaufen ist. Dafür, dass es mein erstes Spiel war, ich hatte anfangs Schiss, aber habe ich dann trotzdem am Ende ganz wohl gefühlt. Und es waren doch einige Herausforderungen. Manche sagen, es ist ganz gut gelaufen, aber ich würde nicht sagen, dass ich. Ich meine, ich wusste, die Deutschen sind überlegen, aber. Bis zum Punkt. Ich hatte Schiss vor Barbarossa wie sonst was. Ich bin froh, dass ich jetzt nicht machen musste. Aber dafür, das heißt, ich mir jetzt irgendwann noch machen muss. Ist auch so ein Witz für die Deutsche. Ich kann sie jetzt schon sagen. Ich spiele sie ja. Ja, also. Ja, und ansonsten. Ja, das war so mein Fazit dazu. Mein Fazit ist, ich werde, nachdem ich meine Singleplayer-Runde fertig habe, dieses Spiel nie wieder anfassen. Okay. Aber mein Fazit ist, es macht mir auch saumäßig Spaß, mit dir was zu spielen. Deshalb habe ich auch nochmal angefragt mit der bei der alten Crusader Kings-Runde, falls sich da jemand dran erinnert, ob wir noch mal ein weiteres Projekt starten wollen, denn natürlich, sobald alle Zeit haben und sobald wir uns darauf geeinigt haben, was wir spielen würden, es steht vielleicht irgendwann in Aussicht. Ja, mal gucken. Es wird sich aber erst im Herbst entscheiden. Aber mal gucken. Allerdings werde ich jetzt, das ist für dich jetzt auch komplett neu, aber das werdet ihr jetzt YouTube-Kanal jetzt erfahren. Einfach mal, das ist jetzt, vielleicht kommt das ganz random. Ich hatte das im Januar angeteasert. Das hier soll mein letztes Video auf YouTube sein. Nein. Doch. Das heißt, wir können diese Fossil der Crusader Kings Runde auf jeden Fall weiterführen, aber ich werde nichts aufnehmen dabei. Weil ich gemerkt habe in diesem letzten Jahr, dass das nicht. Also es macht mir Spaß, aber es ist nicht das, worin ich meine Zeit investieren möchte, langfristig. Hier viel Zeit investieren. Ich habe 5 Jahre ungefähr YouTube gemacht. 4,5, 5 Jahre, bin ich ganz sicher. Ich habe irgendwann im März angefangen. Ich weiß nicht, ob es 4,5 oder 5,5 sind. Jedenfalls, ich hatte die Möglichkeit in dieser Zeit vielleicht groß zu werden, dann wäre das vielleicht länger was geworden. Ich bin klein geblieben, warum auch immer. Vielleicht war der Algorithmus nicht nett zu mir, keine Ahnung. Ich habe auch einfach Pech gehabt. Wer weiß. Aber ich möchte da nicht weiter investieren. Das hier wahrscheinlich das letzte Video, das ihr auf meinem Kanal sehen werdet. Oder zumindest, wenn noch mal etwas kommt, dann ist es völlig random. Kein Let's Play, sondern vielleicht ein Livestream, ein einzelnes Video. Ich habe keine Ahnung, aber es gibt was ganz anderes. Kein Gaming mehr. Ich weiß es nicht. Aber eigentlich soll das hier das letzte Video auf dem Kanal werden.
Das habe ich eigentlich beschlossen vor einigen Wochen. Und also, zum Zeitpunkt war dies, stand bereits fest, dass Bau hier verloren hatte oder kapituliert. Und dann ist die Entscheidung auch gefallen, zu sagen, hey, wir beenden das Ganze hier. Genau. Demnach, es war eine geile Zeit mit euch. Und lauft zu Babu rüber, der macht weiter Videos. Hey. Genau. Ich wünsche dir alles Gute beim weiteren Weg mit. Danke, danke. Gut. Dann hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und dieses Let's Play gefallen hat. Schaut bei Babu rein und die Leute von Babu, schaut bei mir rein. Wir schauen uns die Let's Plays gegenseitig an und dann könnt ihr kommentieren und sagen, hey, war das wirklich alles so kacke, wie es lief oder was ist wirklich passiert? Wir sehen es in den Kommentaren. Mein Let's Play gibt es leider nicht mehr. Nicht mehr? Nee. Nee, leider nicht. Was hast du getan? Ich habe ein bisschen zu sehr geraged. Oh, scheiße! Ja, das dachte ich mir im Nachhinein auch. Es tut mir unglaublich leid. Alter. Naja, dann ist immerhin das hier zu sehen. Es bleibt online auf jeden Fall. Genau. Gut, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann sehen wir uns im Real Life irgendwo anders. Keine Ahnung, auf meinem Discord, da bleibe ich weiterhin da. Nicht zu einem nächsten Video, wie ich sonst immer sage. Wir sehen uns. Irgendwo. Spätestens oben im Himmel. Und damit, tschüss.